Hi, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Heute ohne Intro und ich bin noch ein bisschen aus der Puste, ich bin gerade vom Einkaufen zurück und habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und ja, Entschuldigung. Wie einige von euch schon mitbekommen haben, habe ich einen dritten Kanal. Ja, Basti hat einen neuen Kanal und ich möchte einfach mal so ein bisschen was zu diesem Kanal erzählen. Ich hatte die Möglichkeit, einen Kanal zu bekommen auf YouTube mit meinem Spitznamen, mit Basti. Ganz ehrlich, wenn du die Chance hast, einen YouTube-Kanal zu bekommen mit deinem Namen, würdest du ihn ablehnen oder würdest du ihn nehmen? Ich habe ihn genommen, aber auch erstens aus diesem Grund und zweitens, weil ich gerne mal Talks mache, gerne mal Tags mitmache und das alles. Das kommt hier auf Wohnprinz gut an, aber es gibt auch immer wieder Kommentare, die eben sagen, ich finde das nicht so gut, ich habe diesen Kanal hier abonniert, weil ich Wohnvideos sehen möchte. Ich mache jeden Montag ein Video zum Thema Wohnen, das kommt auch sehr gut an, darüber freue ich mich auch tierisch. Und deswegen habe ich gesagt, gut, mit Basti, also dem Kanal Basti, habe ich einfach die Chance, Videos hochzuladen, die nichts mit Wohnen zu tun haben, ohne dass ich den Leuten, die meinen Kanal ja nur wegen dem Wohnen abonniert haben, auf die Füße trete. Eigentlich ist mir das, egal würde ich nicht sagen, aber eigentlich mache ich schon gerne das, was ich möchte und nicht das, was andere von mir wollen. Ich glaube, das haben wir alle, oder? Wer lässt sich schon gerne vorschreiben, was man zu tun und zu lassen hat? Deswegen habe ich diesen Kanal eröffnet und kann da jetzt also all die Videos, die auf Wohnprinz und auf Bastian Mall, weil den habe ich ja auch noch, den Kanal, da wollte ich eigentlich immer nur zu dem Thema so Beauty für Männer, Haare stylen, Pflegeprodukte, Technik und einfach den Lifestyle. Und den habe ich auch immer mehr verwurstelt, indem ich Videothemen hochgeladen habe, die eigentlich gar nichts mit dem Konzept, mit dem Überbegriff dieses Kanals zu tun hatten, hochgeladen. Und diese Videos werden ebenfalls auf Basti hochgeladen. Talks, Vlogs, Follow Me Around, mal ein bisschen Comedy. Leute, ich bin eine Ulknudel. Ich liebe es, rumzualbern und Quatsch zu machen. Und warum soll ich das nicht mal auf Video festhalten und dort hochladen? Ja, das soweit zu dem. Und natürlich gibt es dann Leute, die sagen, auf Twitter zum Beispiel jetzt, Empathy zum Beispiel und Ebru, vielen lieben Dank, ich habe mich tierisch darüber gefreut, Netmom-Freundin auch, die sagen, hey, ein neuer Kanal, den abonniere ich. Mal gucken, was da so kommt. Die sind da offen für. Und dann gibt es Leute, die das eben nicht so gut finden und sagen, ach, ein dritter Kanal. Ja, ja, ja. Und dann geht das natürlich wieder los. Meinungsmache und ach, und er ist nicht mehr der von früher. Nein, der bin ich nicht. Ihr seid auch nicht mehr die, die ihr mal wart. Wir verändern uns alle. Veränderung im Leben ist wichtig. Und da habe ich einfach drauf gehört in letzter Zeit, beziehungsweise geschaut, wessen Meinung ist mir wichtig. Natürlich ist mir die Meinung meiner Zuschauer wichtig, aber ich rede jetzt eher darum. Ich rede jetzt eigentlich davon, zu beurteilen, wie ich mich verändere und wie ich bin und wie ich nicht bin. Es gibt Menschen in meinem privaten Umfeld, die das viel besser beurteilen können, die meine Videos schauen, ob ich mich positiv oder negativ verändere. Und deren Meinung ist mir sehr, sehr wichtig. Da liegt mir sehr, sehr viel dran. Und ja, wir verändern uns alle und glaubt mir, ich möchte nicht jemand anderes sein, weil ich eigentlich ganz froh darüber bin, in einem Land leben zu dürfen, wo ich selbst sein darf. Seid da auch drüber froh. Es gibt einen geilen Spruch, der sagt, sei du selbst, es sei denn, du kannst ein Einhorn sein. Oh, nochmal, ja, super, toll, Outtake. Es gibt einen Spruch, der sagt, sei immer du selbst, es sei denn, du könntest ein Einhorn sein. Dann sei ein Einhorn oder ein Lumpi. Also so viel dazu. Dann Hollywood. Eigentlich wollte ich heute ein Hollywood-Video hochladen, habe ich auch gemacht, mit meinem Intro, was immer so wie in einem Freizeitpark so ist, wisst ihr, und dieses Video enthält Content von Drittanbietern. Nein, enthält es nicht. Ich habe mit Jean Shaw einen Vertrag, der besagt, dass ich diese Musik nutzen darf. Rumblefish. Und tja, nun muss ich warten, bis man sich darum kümmert, ob das jetzt stimmt oder ob das nicht stimmt. Das nervt mich auch tierisch und deswegen dachte ich mir, okay, warum Basti? Erklärung zu dem Kanal, um das euch kurz zu erklären und noch so ein paar Facts nebendran. Das Video ist fertig geschnitten. Ich habe es jetzt noch auf dem Computer, aber mit einer anderen Musikintro und ich hätte die Serie gerne so, wie sie ist, gleich, ne? Mit demselben Intro. Also sagt mir bitte, was ihr meint. Soll ich das tun oder soll ich es nicht tun, mit einem veränderten Intro hochladen oder nicht? Dann nochmal zu diesem Thema hier. Daumen hoch, Daumen runter und so. Und was das Thema Abonnieren betrifft. Hey, ich bin auf YouTube, weil ich möchte, dass meine Videos gesehen werden. Wenn ich das nicht möchte, dass man mich sieht, dann brauche ich keine Videos auf YouTube hochzuladen. Und wie Ebro schon gesagt hat, das ist einfach, das habe ich in dem letzten Video schon gesagt, ich wiederhole mich, ist das einfach motivierend. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr immer daran denkt, die Videos zu kommentieren oder zu bewerten. Und natürlich freue ich mich, wenn neue Zuschauer dazukommen. Warum nicht?
Es ist kein Verbrechen. Ich würde jetzt nicht, bitte gebt diesen Daumen im Video hoch. Das würde ich nicht machen, weil das gefällt mir nicht. Ich fordere euch auf, hey, wenn ihr wollt, dass ihr automatisch informiert werdet, wenn ein Video von mir hochgeladen wird, dann klickt da oben auf diesen gelben Button. Das war's. Mehr ist das nicht. Das tut mir nicht weh, das tut den anderen nicht weh, es tut nur denen weh, die damit ein Problem haben. Und wenn man damit ein Problem hat, dann hat man entweder zu viele Probleme mit sich selbst oder zu wenig, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich kenne meine Zuschauer, ihr seid da eigentlich ganz fleetsch und wisst das. Ja, jetzt würde ich sagen, ich habe schon mein erstes Video auf Basti hochgeladen. Ich hatte ein Fotoshooting, hatte ich erklärt. Und ja, den Kanal findet ihr unten in der Infobox. Oder hier oben, da könnt ihr draufklicken und drauf landen. Und wenn du Lust hast, mehr von mir zu sehen, dann bitte abonniere ihn nur dann, den Kanal. Wenn nicht, dann abonniere ihn auch bitte nicht. Also, das war's von mir. Ich freue mich jetzt auf eure Kommentare. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit meinen Videos, mit den Videos der YouTube-Kollegen. Und ja, gibt's noch was zu sagen? Mama, ich liebe dich. Ciao, ciao. Ja, und wenn du jetzt immer noch nicht genug von mir hast, egal mit wie vielen Kanälen, geil, der war gut, dann empfehle ich dir jetzt dieses Video hier oben, wenn du warten möchtest oder wenn du sagst, ich kann es nicht länger erwarten. Hier ist nochmal ein Hollywood-Video, klick einfach rein, wenn du Bock hast, das nochmal zu sehen. Und bitte nicht vergessen zu schreiben, neues Intro oder warten, bis das durch ist und hoffen, dass das alte Intro geht. Ja, dann viel Spaß beim Video.